Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück aus Freestyle. Jawohl, wir stehen hier an Pionis Eingang, der Erkundungsoder, unsere Geheimbasis, unsere Erkundungsbasis. Und ich muss immer wieder sagen, es schaut, Pokémon in First Person sieht echt ganz nice aus, oder? Also, ja, oh, jetzt bin ich rausgeglitscht. Ich finde das eigentlich, Pokémon in First Person fände ich echt geil. Das wäre was, finde ich. Pokémon in First Person. Müssen wir uns mal kurz so hindrehen, dass wir. Ah, nee, komm, nicht ganz so. So können wir schauen. Also, wie gesagt, ich finde Pokémon in First Person. Ah, so können wir auch schauen. Fände ich richtig, richtig cool. Oh, hallo, Ilvildal. Jawohl. Genau. Um nicht so lange drum herum zu quatschen. Wir kümmern uns jetzt um die Geschichten der drei Regis. Registeel, Regieis und Regirock in der Reihenfolge. Wir fangen heute an mit Registeel und nach diesen drei gibt es dann hier noch eine Special-Mission. Wir könnten auch noch eine Ultra-Special-Mission machen, aber ich habe aktuell nicht genug Pokémon auf Level 100. Damit wir das durchziehen könnten, leider. Müsste ich mal schauen, ob ich mir dann ein Spezialteam zusammenstellen kann. Vielleicht ist es ja möglich, dass wir das noch machen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Regis, die wir brauchen, um an eins der neuen Regis zu kommen. Regidrago werden wir uns dann holen. Ja, und ich würde sagen, brechen wir auf. Ich habe Ilvildal aus dem Grund dabei, da Ilvildal sich als äußerst praktisch herausgestellt hat auf meine anderen Edition auf Schwert, sag ich schon, auf Schild. Da hat Ilvildal nämlich ziemlich gerockt gegen die drei, beziehungsweise gegen die vier. Und deswegen habe ich ihn jetzt auch dabei. Hallo, Ohr doch. Läuft so schnell weg. Alter, schaut so krass aus. Jetzt mal ehrlich, schau es mal an. Und Ilvildal hat danach auch. Nee, Grögan, das brauche ich nicht. Auch gegen die Vögel-Pokémon ordentlich gerockt. Also, wie gesagt, Ilvildal werden wir jetzt mal im Team behalten. Wir werden die einzelnen Regis natürlich Folge für Folge abarbeiten, ist doch klar. Heute fangen wir an mit Registeel. Und deswegen schauen wir gleich mal, wie wir da hinkommen. Da unten ist nämlich der Tempel, da waren wir ja schon. Wir müssen für Regice müssen wir noch ein Pokémon fangen. Es regnet. Oh, es donnert. Es gewittert sogar. Das hat man auch noch nicht. Aranestro. Okay, die erste Tür ist noch zu. Wir können mal hochklettern. Ilvildal glitscht uns da mal hinterher. Da haben wir das Item schon eingesackt. Und wenn wir jetzt an die Tür rangehen, heißt es, Nanu, auf der Tür steht etwas geschrieben. Lass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Ein helles Geräusch, was den Stahlgiganten erweckt. Naja, was macht denn Pokémon hier auf uns aufmerksam? Okay, muss anscheinend direkt vor der Tür stehen. Ilvildal richtig festgeglitscht, sieht gut aus. Und schon ist die Tür offen und so können wir den Tempel zu Registeel betreten. Und jetzt müssen wir natürlich, haben wir hier was Einfaches eigentlich vor uns. Und zwar müssen wir jetzt eigentlich nur 1, 2, 3, 4. Hey, ich treff's nicht. 5. 6 und 7. Genau, so. Jetzt müssen wir natürlich speichern, wie immer, klar. Wir kennen das. Wir kennen die Prozedur. Wir haben natürlich Gronosp auch noch dabei. Sind wir noch dabei? Monalgoras haben wir dabei. Inteleon, Luxtra und Xerneas. Also normal soll es machbar sein. Die haben Level 70. Das ist machbar. So, Registeel, let's go. Hallo. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Lange nicht mehr. Darf ich vorstellen, das ist Ilvildal. Und das setzt jetzt Tiefschlag ein. Und das wird dich ein bisschen schocken, mein Freund. Oh ja, du kannst Elektroattacken, das hatte ich ja schon ganz vergessen. Aber macht nichts. Zieh dir nicht so viel ab. Außerdem habe ich genug Top-Genesung und Co. noch gekauft für die nächsten 6 Folgen. Klammer vielleicht 7.
Ich wollte eigentlich einen Flopball schmeißen. Ich habe extra Flopbälle gekauft und jetzt nutze ich sie nicht. Das ist natürlich dumm. Schauen wir mal, dass wir es noch schnell machen. Hat schon keine Wirkung mehr. Damit. Aber ist was. Iveltal hat seinen Teil erledigt. Für Timerbälle sind wir noch nicht so weit. Also Hyperbälle. Bei zwei sind wir schon mal. Das kann sich natürlich jetzt um Stunden handeln. Das wissen wir natürlich auch. Zumindest die Pokémon schon öfters gespielt haben, wissen natürlich, dass das echt Zeit in Anspruch nehmen kann. Kann aber auch ganz schnell vorbei sein. Und wir bei den Kapus gelernt haben, kann es auch ewig dauern. Manchmal so lange, dass sie sich selbst umbringen und du von vorne anfangen darfst. Das hoffe ich jetzt hier bei Registeel mal nicht. Ich habe eigentlich vom Prinzip eine relativ gute Beziehung zu Registeel. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt hinhaut. Und zügiger hinhaut als vielleicht erwartet. Auf Schwert habe ich genau einen Pokéball gebraucht. Einen Pokéball. Auf voller Gesundheit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Wollte mich eigentlich angreifen, habe nebenbei noch was gemacht. Und zack! Schnapp dazu. Ich dachte mal so. Danke! Genau, dafür hat Reg Ice hat tatsächlich eine halbe Stunde gedauert und Regirock 10 Minuten. Regileki hat dann wieder ein bisschen länger gedauert. Also ich sag, wir kommen noch zu den Vögeln und die Vögel sind ja bekanntlich. Ja. Zapdos, Lavados und Arctos. Das ist einfach. Das ist eine Klasse für sich, die drei. Die sind einfach eine Klasse für sich. So, nächste Überwahl. Zweimal bleibst du, das ist okay. Wir haben vom Prinzip her noch relativ viel KP übrig. Ich habe halt leider kein Pokémon, das Registeel paralysieren könnte oder in Schlafzustand versetzen könnte. Was natürlich ärgerlich ist, klar. Und KP hat Koronospor noch. Drei Runden noch, dann sind wir bereit für einen Timerball. Er kann von mir aus steigern, was er will, solange die Initiative nicht steigert. Das ist das Einzige, wo ich sehr abgeneigt wäre, wenn er das macht. Er zieht uns 30 KP damit ab, das heißt, einen weiteren Ladestrahl würden wir nicht überleben. Aus dem Grund ziehe ich jetzt mal Karte Nummer 1. Top-Genesung. Koronospa. So, let's start again. Zieht uns mit Rambos anfangs wieder ein paar KP ab. 10 Hyperbälle sind schon weg. Dazu kommt ein Flopball. Ich habe die Erfahrung gemacht, so ab 20 Runden eigentlich der Timerball die perfekte Wirkung. Oder dann halt wirklich erhöhte Chancen, zwei, dreimal klicken, bis er aufgeht. Oder wackeln, nicht klicken. Drei. Und der Kampf ist vorbei. Registeel ist gefangen. Nice. In eine PC-Box, die brauchen wir jetzt noch nicht. So, dann gehen wir jetzt mal zurück.
Hallo, hallo, ich bin's, Peony. Wollte mal hören, ob bei dir noch alles im Lot ist. Wie bitte? Du bist dem Stahlgiganten Registil begegnet? Ta, gut gemacht, Expeditionsleiter. Respekt. Aber jetzt nicht nachlassen. Die anderen Giganten wollen auch noch gefangen werden. Ja. Schauen wir. Jetzt gehen wir erstmal zurück nach Freestyle. Und von Freestyle aus begeben wir uns dann in der nächsten Folge zu Wreck Ice. Mal alles schön aufgeteilt haben hier. So. Jetzt gehen wir da wieder rein, heilen die Pokémon. Berichten Peony davon. Und damit wird Geschichte 1 abgeschlossen. Beziehungsweise Teil 1 der Geschichte 2. Registil. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Registil gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Dieses spiegelglatte Etwas soll also Registil sein. Der Stahlgigant. Wenn du mich fragst, hat es eher Ähnlichkeit mit einer Bowlingkugel, oder? Was mag es hinter dieser starren metallenen Fassade wohl denken? Jedenfalls ist es eindeutig der Stahlgigant. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Danke. Gibt es sonst also irgendwelche Legenden, von denen du hier, von denen du mir berichten willst? Nee, noch nicht. Genau. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, sagt Charmant V und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Schwert.